So, da sind wir an der Furt des Brünen und wollen mal schauen, was wir mit Glorfindesberil denn jetzt hier eigentlich anfangen können. So genau ist es ja eigentlich auch nicht klar, denn er hat uns ja bloß gesagt, geh hin und streck das Ding in die Höhe. Na gut, von mir aus. Oh, hier war ich noch gar nicht an der Brünenfurt, ist ja auch lustig. Habe ich gleich mal noch eine Tat mit abgeschlossen, super. Erkunde die Straße nach Bruchtal, ja wunderbar, schön. Achso, da gibt es noch zwei weitere Erkundungstaten. Von mir aus, ist jetzt auch egal. Noch 5 Punkte dazu zum Konto. Die Straße nach Bruchtal ist auch schön. Die Brünenfurt ist das drittletzte, oder das vorletzte, das dritte in der Liste, aber ist das letzte, was ich entdecke. Naja, gut, das soll's. Okay, setzen wir Glorfindesberil mal ein. Die Nazgul wurden an dieser Überquerung des Brünen nicht durchgelassen. Genau, du kommst nicht vorbei. Hier wurden sie ja weggespült, wahrscheinlicherweise von da nach da, denn so fließt ja der Brünen. Die Brünen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist eine Sie, oder? Der Fluss? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er ja oben aus dem Weißer, aus dem Nebelgebirge, Mensch, so heißt es. Und fließt dann hinab in. Wohin fließt die Brünen eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wird wahrscheinlicherweise irgendwann ins Westmeer münden. Ja, bestimmt. Fließt dann irgendwann nach Westen weg, sicherlich im Süden. Und die Quelle des Brünen, der Brünen, was auch immer, des Flusses, sagen wir einfach des Flusses, ganz neutral, die werden wir noch sehen. Die ist nämlich hier im Spiel mit programmiert worden. So, strecken wir mal den Beryl in die Höhe und dann geht's einfach los hier. Ihr haltet den Beryl von Glorfindel hoch und er leuchtet in einem blassen Schimmer. So, damit ist unsere Aufgabe eigentlich auch schon wieder abgeschlossen hier. Wir können eigentlich direkt wieder nach Bruchtal machen. War jetzt extrem spannend, ich weiß, aber naja, mehr ist es halt nicht an der Stelle. Erstmal wird halt einfach nur die Umgebung analysiert mit dem Stein. Ich weiß nicht genau, was Glorfindel da macht. Irgendwie wird er wahrscheinlich die Vibes von den bösen Nazgul aufnehmen. Gut, und die eigentliche Aufgabe kommt jetzt erst im Anschluss, ist aber, glaube ich, schon das nächste Kapitel sogar. Also das... Wir sind sehr freigebig hier in dem Buch, was die Kapitel angeht, was den Kapitelfortschritt angeht, habe ich das Gefühl. Hier wird für jeden Scheiß ein neues Kapitel aufgemacht, so ungefähr. Schauen wir mal, ich glaube zumindest, dass das so ist hier, dass wir direkt dann in Kapitel 4 gehen, wenn es jetzt an die eigentliche Arbeit geht. Denn ich glaube, es dürften nur noch 3 so wirkliche Aufgaben anstehen, wo man jetzt richtig was machen muss und nicht einfach nur von einem Ort zum anderen gehen und mit irgendjemandem reden muss. Aber schauen wir mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde denken, es sind eigentlich nur 3 richtige Sachen, die wir noch machen müssen, bevor wir dann ins Buch 5 reingehen, das uns ins Nebelgebirge führt dann. Was benötigt ihr? Aigir, ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr bei der Ankunft an der Furt eine Veränderung an dem Beryl bemerkt, den ich euch gegeben habe? Der Beryl begann zu leuchten. Das habe ich erwartet und ich bin froh, dass das passiert ist, denn es wird uns helfen, den Nazgul zu finden, der sich in der Wildnis versteckt hält. Die neuen Diener des Feindes und Schatten unter größeren Schatten sind derart bösartige Kreaturen, dass das Land ihre bloße Gegenwart nicht ertragen kann. Dieser Beryl wird überall dort leuchten, wo sie gewesen sind, und so können wir der Spur des fehlenden Reiters folgen. Hört meine Worte. Wird also wahrscheinlich ähnlich wie die Fiole mit Earendils Licht sein, die Galadriel an Frodo gibt. Die ist ja auch quasi ein Licht im Schatten nur. Also nur wenn große Dunkelheit herrscht, nämlich in Mordor dann, ist die Fiole ja unglaublich wichtig dann sogar für Frodo. Es kommt im Film in den Filmen leider gar nicht so rüber, aber die ist richtig, richtig wichtig. Sonst, ich nehme mal an, ohne die Fiole wären die... nicht nur einmal draufgegangen auf dem Weg zum Schicksalsberg. Ja, also mir fallen jetzt gerade 2 Punkte ein, wo die Fiole unglaublich wichtig war. Einmal auf jeden Fall Kankras Lauer. Ohne die Fiole, ohne das Licht davon hätten die Kankra nicht vertreiben können. Und dann auch, bevor sie überhaupt den Aufstieg zum Kirith Ungol wagen, als sie noch unten in der Nähe von Minas Morgul sind, da reitet gerade der Hexenkönig zur letzten Schlacht in Minas Tirith aus. Und der spürt, dass da irgendwas im Tal ist, das irgendwie ziemlich mächtig, ziemlich böse mächtig ist und nicht zu ihm gehört. Und er scheint da schon so ein bisschen zu wittern, dass der Ring in seinem Tal ist und schnuppert ein bisschen rum. Und wie das halt immer so ist, wenn die Nazgul in der Nähe sind und Frodo den Ring bei sich hat, dann neigt er ja immer dazu, sich den Ring aufzustecken, weil sie ihn dazu zwingen.
Und ich glaube, er kriegt dort nur die Überwindung dafür zusammen, als er Eärendils Licht in die Hand nimmt. Und dort fällt ihm überhaupt das wieder ein, dass er das Zeug dabei hat. Genau, und so wird wahrscheinlich der Beryl auch so ein bisschen sein, denke ich mal, wenn die Dunkelheit groß ist oder halt in dem Fall so der Psycho-Schatten, das ist ja nicht wirklich dunkel, dann wird es wahrscheinlich leuchten. So, Kapitel 4, die Spur wird wieder aufgenommen wahrscheinlich. Ich reise zwar nicht oft durch die Wildnis, werde das aber tun, wenn es erforderlich ist, wie euch Waldläufer Aragorn und sein kleiner Freund Frodo Beutlin sicher bestätigen werden. Die Söhne von Elrond sind besser in der Lage, euch auf der Suche nach dem fehlenden Nazgul zu führen. Ich lasse meinen Beryl vorerst in eurer Obhut und bitte euch, damit zu Eladan zu gehen. Er ist in Thorinhard und wird wissen, wohin ihr ihn bringen müsst, um die Spuren des Nazgul zu finden. Geht schnell und haltet die Augen offen. Der Beryl wird euch helfen, diesen herumstreunenden Diener des Feindes zu finden. Aber ich frage mich, was werdet ihr mit ihm tun, wenn ihr ihn gefunden habt? Das, mein lieber Glorfindel, ist die große Frage, denn, naja, mit einem Nazgul mich anzulegen, ist jetzt eigentlich nicht so unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung, wenn der Tag lang ist, muss ich zugeben. Normalerweise, ja, verbringe ich meine Zeit mit anderen Dingen. Das muss dann doch nicht sein und ich glaube, wir würden total abkacken gegen den Nazgul. Ehrlich gesagt habe ich keine richtige Ahnung, denn es wird nicht dazu kommen, dass wir direkt gegen ihn kämpfen. Aber, also zumindest nicht hier, wir werden später auf jeden Fall noch gegen Nazgul kämpfen. Und, also ich kann mich jetzt gerade an eine Stelle in Gondor erinnern, wo man wirklich einen Nazgul in die Flucht treibt. Der, glaube ich, auch nicht irgendwie verletzt ist oder irgendwas. Sondern ich glaube, der ist im Vollbesitz seiner Kräfte und der wird tatsächlich in die Flucht getrieben. Aber da sind wir dann auch schon kurz vor Level 100, vielleicht auch schon auf Level 100. Also da ist es dann auch kein Wunder, dass wir ihn dann in die Flucht treiben können. Jetzt momentan, naja, ich meine gut, der Nazgul ist angeschlagen, aber so richtig kraftlos ist er nicht. Und wie willst du den Geist wirklich töten? Das geht nicht. Also es geht ja irgendwie schon, denn der Hexenkönig wird ja getötet. Aber übrigens auch nur, ist auch interessant, Eowyn tötet ihn, ja. Aber sie ist auch nur dazu in der Lage, ich muss mal kurz gucken, wie ich hier reiten muss. Irgendwie querfällt ein, wird schon gehen. Sie ist eigentlich auch bloß dazu in der Lage, wieso kann ich eigentlich nochmal ein silbernes Geschenk aufmachen? Habe ich das nicht schon gemacht? Naja, egal. Sie ist eigentlich auch bloß dazu in der Lage, weil Merry den Bann gebrochen hat, sozusagen. Merry läuft ja immer noch mit einer Waffe rum, die er aus den Hügelgräbern hat. Die haben sich ja in den Hügelgräbern bewaffnet, beziehungsweise als Tom Bombadil sie in den Hügelgräbern gerettet hat, hat jeder sich einen Hügelgrabdolch mitgenommen. Die sind von den Arnorern geschmiedet worden, ich wollte gerade geschnitzt worden sagen. Was benötigt ihr? Haben deshalb auch die Kräfte von Westernis auf sich, also die Kräfte der Westmenschen sozusagen. Und sind halt nicht so stark wie die Elbenklingen, aber sind halt auch irgendwie magisch. Und nur dank dieser Klinge gelingt es Eowyn dann eigentlich, den Hexenkönig zu töten, denn der Hexenkönig schlägt auf Eowyn ein, auf ihren Schild, bricht ihr damit nicht bloß den Schild, sondern auch den Schildarm und will sie dann gerade mit seiner lustigen Keule erschlagen. Ich finde auch schön, der Hexenkönig, der nimmt kein Schwert oder so, der nimmt eine Keule, eine schwarze, ne? Und will eigentlich Eowyn gerade erschlagen und Merry, furchtlos wie er ist, kommt von hinten an und stößt dem Hexenkönig seinen Hügelgrab durch in die Kniekehle, was ihn dann später fast tötet. Eowyn wird übrigens auch fast getötet dafür, dass sie den Hexenkönig ersticht. Naja, aber dadurch, dass Merry quasi seine Klinge in der Kniekehle des Hexenkönigs versenkt, wird er überhaupt erst angreifbar durch ein normales Schwert und Eowyn hat kein besonderes Schwert. Und nur so kann er eigentlich getötet werden. Was kann ich für euch tun? Wie bin ich da eigentlich drauf gekommen? Achso, weil ich gesagt habe, wie tötet man einen Nazgul. Stimmt. Egal. So, Kapitel 4, die Spur wird wieder... Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie es heißt. Aufgenommen wahrscheinlich. Ja, aufgenommen, okay. Die Worte von Herrn Glorfindel sind sehr weise. Und dieser Beryl lässt mich wieder hoffen, dass wir die Spur des fehlenden Nazgul doch noch finden. Ich danke euch, Algier. Aber jetzt muss ich herausfinden, wohin wir den Beryl bringen müssen, um den Aufenthalt des Nazgul zu erkunden. Bleibt noch einen Moment. Jetzt kommt eine etwas größere Aufgabe. Kapitel 5, versteckt im Dunkeln. Ich habe viel über unser Rätsel nachgedacht, Algier.
Obwohl ich nicht genau weiß, ob das wirklich die Lösung ist, sagt mir mein Herz, dass wir diesen Weg erst noch zu Ende gehen sollten, bevor wir wirklich wissen, ob es der falsche war. In der Wildnis rund um die Trollhöhen gibt es viele Höhlen. Hier leben einige der Kreaturen, die diesem Ort seinen Namen gaben. Der fehlende Nazgul wurde verletzt, als er sich zwischen dem Feuer von Glorfindel und dem Waldläufer Aragorn auf der einen Seite und dem Wasser des Bruinen auf der anderen Seite wiederfand. Er muss sich irgendwo in der Wildnis versteckt halten, um seine Kräfte zu sammeln. Ich glaube, er ist in eine dieser Trollhöhlen geflohen. Ich werde die Namen und Standorte dreier Höhlen aufschreiben. Geht in die tiefste Kammer jeder dieser Höhlen und haltet Glorfindels Beryl in die Höhe. Wir müssen herausfinden, ob der Nazgul sich in einer dieser Höhlen versteckt hielt, um seine Spur aufnehmen zu können. Bringt einige Verbündete zu den Höhlen mit, denn die Trolle, die sich dort herumtreiben, sind gefährlich. Hier habt ihr meine Notizen, Aigir. Durch Verwendung des brillanten Elbensteins könnt ihr die Stärkung Inspiration erhalten, wie immer. Das werden wir natürlich auch benutzen. Und die erste Höhle haben wir gleich hier drüben. Die zweite hier, und die anderen beiden sind hier ein bisschen abseits gelegen. Ah, ich glaube da oben, war ich da schon mal in den möglichen Trollhöhlen? Muss ich mal kurz schauen beim Stallmeister? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin da noch nicht Wie gewesen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Oh, warte mal. Nee, ist ja gar nicht mit zur Auswahl. Hä? Er hat Candeleth ist weiter unten. Nantonaeth, warte mal. Jetzt muss ich doch noch mal kurz... Ach, Nantonaeth ist hier. Da war ich schon mal. Ah, das bringt mir aber nicht viel. Nördliche Trollhöhlen ist ja gar nicht mit zur Auswahl. Das ist aber komisch. Von wo aus kann man denn dann da hinreisen? Na gut, dann müssen wir die Reise halt zu Fuß antreten. Also, was heißt zu Fuß antreten? Per Pferd, aber halt nicht mit automatischer Reise. Sondern müssen halt so hinreisen. Auch nicht so schlimm. Dann sehen wir wenigstens ein bisschen was von den Trollhöhlen. Und können die Gegend mal ein bisschen mit betrachten. Gut, ich glaube, ich müsste eigentlich direkt durchkommen. Denn im Prinzip haben wir bislang noch nicht so... Was? Oh, ihr traut euch was. Warte mal kurz. Ja, hau nur ab, du Feigling. Ist es denn zu fassen? Da müsst ihr gemütlich langreiten und dann kommt einer an und stößt sich vom Pferd. Wie asozial. So. Das lehne ich mal ab, weil ich nicht glaube, dass ich so viel jetzt zusammenkriegen werde. So. Habe ich nicht auf die Karte geschaut. Muss ich zugeben, ich war gerade so damit beschäftigt, den Weg zu suchen, dass ich gar nicht auf den Radar geschaut habe, wie es denn aussieht mit Gegnern. Na gut, ich glaube, das müsste gleich hier um die Ecke sein. Ich weiß bloß nicht, oben, unten. Nee, ich glaube, wir müssen ja rechts runter, ne? Ich glaube, ja, genau, da ist er doch schon. Nehmen wir doch einfach die Höhle. Und schauen mal, wie es da drin aussieht. So, wir dürfen bloß nicht vergessen, den Elbenstein zu benutzen. Wo haben wir den denn? Hier ist er. Nee, das ist er nicht. Doch, brillanter Elbenstein. Doch, das ist er. Ist das auch der? Ja, das ist auch der, der hier angegeben ist. Okay. Die Stärke schwillt in eurer Brust. Dies ist ein Ort, an dem ihr den brillanten Elbenstein benutzen könnt, um die Inspiration anzurufen. Na? Ja, egal. Da, nein, das... Oh, ich bin so dumm. Ich habe den falschen Skill gedrückt. Ich wollte doch... Ha, ich habe aus Versehen gerade hier die verzweifelte Flucht gemacht. Ich wollte eigentlich eine Falle aufstellen. Tut mir leid, ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Oh, wie blöd. Oh, das ist saumäßig ärgerlich, weil ich das eigentlich benutzen wollte, um aus der tiefsten Kammer oder aus einer der tiefsten Kammern zu fliehen. Ich meine, gut, es ist nicht weit, ne? Das ist der Vorteil jetzt dabei. Wir müssen jetzt nicht weit gehen. Aber trotzdem ist es ärgerlich, weil halt der Skill einen Cooldown von einer halben Stunde hat, glaube ich. Ja, genau, halbe Stunde. Ich glaube, so lange werden wir dann nicht brauchen für die Aufgabe. Naja, was soll's. Lässt sich jetzt nicht ändern. Oh, ich bin so blöd. Das tat jetzt schon ziemlich weh, muss ich zugeben. Und unsere Stärke schwillt wieder in unsere Brust an. Na. Lass loslegen. So, wir sehen, unsere Gegner haben 7000 Lebenspunkte. Das ist doch ein Traum, oder? So, aber macht gar nichts. Denn wir sind gut genug jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, wie das war, als wir das Pferd des Nazgul gesucht haben. Wie groß da die Zahl der Lebenspunkte war, die unsere Trollchen hatten. Oh, nee.
Oh nee, jetzt bin ich verkrüppelt. Das finde ich nicht cool. Das nervt. So, dankeschön. Okay, schauen wir mal. Also, an sich ist das nicht weiter schwierig. Die Trolle, die patrouillieren hier halt auch ein bisschen in ihrer Höhle. Aber, normalerweise kann man hier nicht viel falsch machen. Den Skill wollte ich nicht benutzen. Na, egal. Man kann bloß insofern etwas falsch machen, dass die Inspiration hier zeitlich bedingt ist. Da muss man dann höllisch aufpassen, wenn man in die zweite und dritte Höhle reingeht, dass einem nicht gerade die Zeit hier abläuft. Das ist mir nämlich mal passiert und dann hast du echt die Arschkarte gezogen, weil du einfach nicht mehr rauskommst. Gut, wir hätten genug Skills, mit denen wir irgendwo hinreisen können, um dann zu flüchten. Aber ansonsten hast du echt ein Problem an der Stelle. Weil, naja, dir fehlt halt einfach mal die Möglichkeit, gegen die Viecher zu kämpfen, wenn du nicht die Inspiration drin hast. Jetzt gerade ist es ja nicht so das Problem. Aber stell dir mal vor, du bist dann bloß mit 1500 Lebenspunkten hier. Und vor allen Dingen schlägst du dann auch weitaus weniger stark zu. Das ist dann nicht so schön. Halt. Nee, das ist dann nicht so schön, nicht so prickelnd. Muss nicht sein. Also da müssen wir dann mal schauen, dass mir nicht gerade die Zeit wegläuft. An sich, ich glaube, zwei Höhlen sollte man schaffen in der Zeit. Dann müssen wir mal kurz pausieren wahrscheinlich, damit die Zeit ablaufen kann. Weiß ich nicht. Mal gucken. Bin mir nicht sicher, wie weit wir damit kommen. Auf jeden Fall will ich es nicht riskieren, dann gerade in der tiefsten Kammer der Höhle zu sein, wenn mir die Zeit ausläuft. Finde ich auch ein bisschen komisch, muss ich sagen, dass die Inspiration da so zeitlich bedingt ist. Es wäre besser, wenn sie wirklich mit der Aufgabe direkt verknüpft wäre. Also ist sie ja auch. Die Inspiration wirkt ja nur, wenn wir am Aufgabenort sind oder an einem der Aufgabenorte. Aber die zeitliche Verknüpfung, die hätten sie sich eigentlich sparen können. Ich weiß nicht, inwiefern die nötig war dabei jetzt, notwendig. Aber naja, was soll's. Gibt's glaube ich auch schon immer, das ist... Haben sie nicht irgendwie erst im Nachhinein mal sich ausgedacht, aus der Laune heraus, sondern das ist da irgendwie schon immer drauf bei der Aufgabe. Naja, man muss halt ein bisschen umsichtig agieren dabei, dann geht das schon. Ansonsten, wie gesagt, kann man nicht so viel falsch machen. Ist halt auch so ein bisschen Fleißarbeit hier, denn es sind wirklich viele Trolle, die man klatschen muss dabei jetzt. Naja, was soll's? Ist ja nicht so, als hätte ich ein Problem damit, die Kerle umzunieten. Also jetzt moralisches meine ich. Ich meine, dass ich es vom Können her nicht unbedingt habe. Sieht man ja. Es geht ja. So, ich glaube, ich hätte ihn gar nicht mehr angreifen müssen. Wir haben die Kammer ja schon erreicht, wurde mir ja gerade schon... Halt! Geht's noch? Ja, ich weiß, dass ich die tiefste Kammer verlasse. Das war nicht meine Absicht. So, wieder rein. Wir haben die tiefste Kammer von Nurath erreicht. Wo ist denn der Stein? Hier. Glorfindels Beryl in die Höhe gereckt. Ihr haltet Glorfindels Beryl in die Luft. Aber er bleibt dunkel. Überraschung. Der Nazgul war nicht hier. Mal sehen, ob es in den anderen beiden Höhlen besser aussieht. Ich meine, es war ja nur eine Vermutung von... Ich glaube, Eladan war es, ne? Ich glaube, es war nicht Elro hier. Ich glaube, es geht alles über Eladan hier. Dass der Nazgul eventuell hier gewesen sein könnte... Aber wir wissen nicht genau, welche Verbündeten er hier ausnutzt, während er in den Trollhöhlen unterwegs ist. Vielleicht hat er auch gar keine Verbündeten und kriecht ohne Unterstützung durch die Gegend. Ich gehe jetzt mal einfach an dem vorbei übrigens. Ich scheiß jetzt mal drauf, dass er mich angreift. Die sind halt schon wieder reingespawnt worden. Deswegen, man kommt auch nicht mehr raus, wenn man dann hier einmal drin war. Weil halt wirklich die Gegner schon wieder da sind einfach, bevor man rauskommt. Übrigens ein bisschen ungünstig, finde ich. Die werden nicht aus der Übersicht ausgetragen, hier, die Ziele. Das heißt, wenn man auf die Karte schaut, das steht hier immer noch drin, die Höhle. Aber wir waren dort schon. Das muss man sich dann ein bisschen merken, in welcher Höhle man schon war. Wäre also ungünstig, bei der Mission jetzt eine oder zwei Höhlen zu machen und dann erstmal woanders hinzugehen, um irgendwelche anderen Aufgaben zu erledigen. Weil man dann wahrscheinlicherweise vergisst, in welchen Höhlen man schon war. Es sei denn... Man weiß jetzt, gut, in der östlichen Höhle war ich schon, die zwei westlichen muss ich noch machen oder halt andersrum oder sowas. Dann geht's vielleicht. Aber man muss sich's halt doch irgendwie merken, weil es wird nicht angezeigt. So,
so mit der Reiseroute? Müsste ich jetzt mal schauen. Erstmal natürlich auf die Ost-West-Straße wieder, die uns nach Bruchtal führt auch. Aber danach... Ja, da müssen wir... Oh, ich hoffe mal, das ist nicht zu zerklüftet dort. Ich bin mir nicht sicher, wie genau das dort aufgebaut ist. Die Karte ist ja auch nicht so genau, was jetzt das Zerklüftete angeht. Mal gucken. So, hier sind wir ja schon mal langgeritten. Herbstidylle. Wunderschön. Und abseits des Weges sind wir ja eigentlich noch nicht weiter gewesen. Außer jetzt das Stück, das nach Thornhardt führt, beziehungsweise gerade zu der Höhle hin. Aber die war ja ganz in der Nähe von Thornhardt. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht durch. Wenn wir jetzt hier nach Norden reiten würden, würden wir uns heillos verirren. Irgendwo in den Tiefen der Berge. Und würden nicht mehr rauskommen. Das habe ich schon ein paar Mal hier gehabt. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber zumindest hier können wir mal querfeldein reiten, weil der Weg gleich wieder nach rechts geht. Genau. Na, komm. Reit dran vorbei. Nein, du musst dir nicht alles brechen. Es tut mir leid, mein Pferd. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich nicht so hüpfen. Nicht so hoch hüpfen. Sagen wir es mal so. Ich wollte schon hüpfen, damit ich da wegkomme, aber nicht so in die Höhe springen. So, immerhin, wenn wir in der einen Höhle dann waren, dann geht es relativ schnell zur nächsten hin. Ja, wir sehen schon, es sind bloß noch 7 Minuten. Also eine Höhle sollten wir vielleicht noch schaffen. Danach dann nicht mehr. Da müssen wir mal schauen. Ich glaube, dass es dann erstmal eine Cooldown-Phase gibt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, da läuft dann erstmal so eine 5-minütige Cooldown-Phase oder so. Vielleicht mache ich da mal kurz eine Unterbrechung, dass das jetzt nicht mit drin ist im Let's Play, weil ich jetzt nicht wüsste, wie ich mich so lange 5 Minuten beschäftigen soll, sodass es nicht langweilig wird. Wir könnten dann halt 5 Minuten dastehen und ich philosophiere über Gott und die Welt. Das mache ich ja sowieso die ganze Zeit. Aber ich habe gerade keinen Anlass dazu, kein bestimmtes Thema, über das ich gerade philosophieren wollte. Das habe ich schon ausgereizt, was jetzt so die Thematiken angeht, die hier so angeschnitten werden. Ich spare mir das ja dann nicht auf, weil ich sonst wieder vergesse, dass ich drüber reden wollte, sondern ich quassel ja dann einfach drauf los und bleib einfach stehen. Das tut mir übrigens auch leid, dass ich dann immer dazu neige, aber das ist halt so drin. Ich will halt dann auch den Erklärbär spielen und dann muss das Gameplay halt warten. Dann bleibe ich halt erstmal stehen und quatsche. Warum nicht? Mache ich auch nicht bloß in dem Let's Play so. Das ist irgendwie so drin bei mir. Auch in anderen, wo ich dann über irgendwelche bestimmten Themen reden will, erstmal stehen bleiben und nichts tun. So, hier stehen sie schon draußen rum, ist auch mal was anderes. Ich hoffe mal, wir schaffen das noch zeitlich. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Mal gucken, mal gucken. Das Problem ist hier oben, ich wüsste nicht, wo ich hinfliegen soll so richtig. Naja, wir gehen erstmal in die Höhle rein. Den lasse ich auch einfach mal stehen hier am Ausgang. Ja, ja. Ja, schön. Wurden wir noch vom Pferd geworfen, während wir in die Höhle reingegangen sind. Super. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, das wird aber knapp mit 5 Minuten. Na, mal schauen. Inspiration? Hallo? Ah, dankeschön. Sehr freundlich. Sehr verbunden. Gut. Dann lass loslegen. Müssen wir uns ein bisschen beeilen hier. Komm schon. Ah, oh, muss das sein? Ich habe keine Zeit. Junge. Lass mich mal hier ein bisschen schneller töten. Na komm. Gut. Erster weg. Und weiter. Oh, da kommt schon der nächste. Da hat ja nicht so lange gedauert. Weit sind wir nicht gekommen, bis wir schon wieder kämpfen mussten. So. Aber wenn wir alles an Fokus nutzen, was wir haben, dann geht es relativ schnell. Übrigens, diese Schildmünzen, die gibt es jetzt gerade, weil wir halt Fest haben. Und während des Festes gibt es halt immer so einzelne Festwährungen sozusagen. Und die kann man dann für irgendwelche Tauschgegenstände ausgeben. Ich weiß gar nicht, was es für die Schildmünzen alles gibt. Auf jeden Fall bekommt man die, wenn man während des Festes halt Gegner tötet. Ist halt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bei jedem Gegner, kriegt man so eine Schildmünze. Ist jetzt aber nicht die Hauptwährung während des Festes. Die Hauptwährung sind Festmünzen, glaube ich, heißen die. Die gibt es für allerlei Späße, halt für die ganzen Quests, die jetzt so erdacht wurden.
die man jetzt während des Tests machen kann. Hatte ich ja schon am Anfang der Aufnahmesession gesagt, was es da alles so gibt. Also die Pferderennen und so weiter und dass man sich mit Keulen klatschen kann. Also mit Keulen klatschen kann man wirklich die meisten Festpunkte machen. Weil man das einfach immer wieder sofort machen kann. Die meisten Aufgaben, die sind halt nur einmal am Tag erledigt. Ja, zu erledigen. Erledigbar ist auch ein schönes Wort. Wie sagt man das dann? Machbar. Na, machbar. Klar. So, lass mal hier wieder aufladen. Ich hab grad ein bisschen Sorge. Oh. Ich hoffe, ich bin gleich. Ja, ich bin schon in der tiefsten Kammer. Gut. Dann schaffe ich es auch wieder raus. Das ist positiv. Ich glaube, in der Kammer war ich, als das damals passiert ist. Ihr haltet Glorfindes Beryl in die Luft, aber er bleibt schon wieder dunkel. Mensch, so ein Mist. Na gut, lassen wir auch Torogrot hinter uns. Vielleicht kommen wir hier sogar raus, ohne dass die schon wieder reingespawnt wurden. Das wäre cool. Beziehungsweise eigentlich ist es egal, ich renne ja eh dran vorbei. Übrigens, wenn ihr euch hier wundert mit dem links-rechts... Hier führt einfach nur, wenn wir reinkommen, ein Weg links rum und ein Weg rechts rum. Der trifft sich dann hier wieder. Es ist derselbe Weg. Man kann ja auch nichts verpassen eigentlich, weil hier gibt's nur Trolle. Hier ist nichts anderes außer Trollen. Ja. Stänker nicht rum. Ich habe gerade keine Lust, mich mit dir anzulegen. Ah, der steht immer noch da, der Arsch. Gut, dann, Geronimo! Nicht zu dem Troll hin. Ist es eigentlich... Nein, der hat auch so einen Rahmen. Okay. Ich hatte gehofft, dass der vielleicht keinen so einen Rahmen hat, denn es gibt auch andere Trolle, die hier unterwegs sind, aber das sind ja Steintrolle. Die sind ein bisschen anders. Die ticken etwas anders. Sind nicht ganz so gefährlich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da lang muss oder da lang. Ich glaube, ich muss mich aber mal entscheiden, damit ich hier gerade nicht hier stehen bleibe. Ich glaube, wir probieren es mal hier unten. Sollte der bessere Weg sein, denn ich glaube, wenn wir da oben durch die Ruinen machen, da kommen wir, glaube ich, in einen richtig großen Trollhort. Ja, das sieht gut aus. Oder? Kurz geschaut, der sollte eigentlich passen. Ich weiß gar nicht, was da oben ist. Also wir sehen, es ist alles äußerst zerklüftet und man muss echt immer schauen, wie man kommt. Genau, ich glaube, wenn wir da drüben lang geritten wären, dann würden wir da jetzt hochkommen zu diesen Ruinen dort. Und in der Festung stehen die dann halt drin, die Trolle. Nee, ich muss weiter nach Norden. Dann ist das ja nicht der richtige Weg. Okay. Ah, da trifft sich das ja, weil ja hier gleich die Zeit abläuft. Dass ich erstmal den Weg suchen muss. Warum nicht? So, probieren wir es mal hier lang. Mal gucken. Ach, hier wahrscheinlich in dieser kleinen... Klüftung. Ich würde denken, die Höhlen sind nicht hochgelegen. Sind, glaube ich, alle ziemlich tief gelegen. Ach, lass mich in Ruhe. Ist das eklig. Geh weg, du ekliges Krabbelvieh. Oh, die sind aber auch ziemlich stark. So, sind wir hier halbwegs passend? Ja, das sieht gut aus. Aber auch hier steht eine Spinne vor dem Eingang rum. Nee, Spinnen gibt es übrigens auch eine Questreihe. Die hier oben dann, glaube ich... Ich glaube, hier bei Nantornath steht, glaube ich, jemand rum, der einem die Questreihe mit den Spinnen gibt. Das ist unschön, sage ich mal, weil man da... Oh, 10 Minuten muss das denn sein? Weil man das in der Gefährtengruppe erledigen muss. Und extra eine Gefährtengruppe für die eine Questreihe dort oben zu holen, zusammenzusuchen, ist halt auch lame. Na gut, was soll's. Ich warte jetzt mal kurz hier so lange, bis der Effekt hier wieder abgeklungen ist, dass ich nicht mehr inspiriert sein kann. Ist halt ein bisschen doof gemacht, dass man dann 10 Minuten warten muss. Und wir sehen uns gleich wieder, sobald wir dann wieder loslegen können. Also, bis gleich.